wird häufig gefragt, welche Pinsel benutzt ihr denn bei Bots? Und zwar haben wir unseren Pinsel, den wir hauptsächlich für Unidekor benutzen. Dann haben wir zwei Borstenpinsel, verschiedene Größen. Also der wäre jetzt für etwas kleinere Arbeiten vielleicht. Und diesen kann man ganz gut für großflächig nehmen. Und dann haben wir noch den Fächerpinsel. Mit dem kann man gut transparent auftragen oder wie hier in Kombination mit der Ränderscheibe arbeiten.